So, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich. Hallöchen, seid gegrüßt. Ja, erstmal ein dickes Sorry, dass ich euch nicht mehr das Ende von der Expedition zeigen konnte. Irgendwie ist meine Aufnahme gecrashed. Fragt mich jetzt nicht warum, wieso, weshalb. Ist aber irgendwie gecrashed. Hat er nicht aufgenommen. Ich bin aber mit der Expedition durch. Aber alt sind wir ganz ehrlich. Allzu viel war jetzt auch nicht mehr da zu machen. Ne? Also von daher denke ich, ist schon ganz okay. Würde ich jetzt persönlich behaupten. Das ist tatsächlich schon ganz okay. So, wir werden jetzt auf unseren Standardspielstand weitermachen. Na, ich habe völlig vergessen, was wir hier eigentlich machen wollten. Na, wir werden mal hier raus. Genau, wir werden mal hier reinfliegen, wenn wir mal ein paar Sachen verkaufen. Ja, wie gesagt, also ich persönlich fand die Expedition tatsächlich sehr, 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 sehr cool. Ich habe aber auch schon wieder andere Stimmen gehört, und zwar, ja, sind da einige bei, die, ja, weiß ich nicht, warum die sich eigentlich aufregen, kann ich nicht nachvollziehen. Einige sind dabei halt, die sagen, die kennen das Spiel halt, eigentlich, die kennen das Spiel, eigentlich, wie das funktioniert. Mag sein, dass vielleicht die Expedition für Anfänger nicht geeignet ist, ne? Das steht auf einem anderen Bild, aber ich verstehe nicht, warum die Leute sich aufregen, die, sag ich mal, wie soll ich sagen? Wie soll ich das höflich ausdrücken? Sag ich mal, die Ahnung von dem Spiel haben, ne? Und die eigentlich so viel Expedition schon mitgemacht haben, dass die eigentlich wissen sollten, wie der ganze Lachs laufen tut, ne? Aber scheinbar sind da Leute bei, die da wieder was zu meckern haben. Ne, in Form von, ja, aber das ist ja nicht für Anfänger geeignet und so. Nee, das mag ja sein. Das mag ja sein, aber irgendwie, bei manchen von diesen Spielern, ja, findet keine Verbindung statt, was sie zuvor mal gemacht haben bei Expeditionen und was sie jetzt machen. Müssen halt, ne? Das ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Und für Leute, die bewandt sind in dem Spiel, für die ist das halt eigentlich Peanuts. Die können das eigentlich tatsächlich ohne Probleme machen. Aber dennoch gibt es da wieder irgendwelche Reibereien, was den Leuten wieder an dieser Expedition nicht passt. Ich habe noch nicht herausgefunden, was denen nicht passt. Ich habe nur gehört, irgendwie, dass das nicht anfängerfreundlich ist, ja, aber das ist ja keine fundierte Meinung, ne? Das ist ja keine fundierte Meinung, ne? Da war einer bei, der macht auch immer ist auch so ein älterer, ne? Wie gesagt, lasst euch da nicht täuschen, er kommt höflich rüber, aber er hat zwei Gesichter halt, ne? Wie gesagt, bei mir war er auch schon drauf, muss man vorsichtig sein mit diesem, der genauso halt, ne? Meckert jetzt auch irgendwie auf hohem Niveau, dass ihm das und das nicht passt, ne? Und das versteht er nicht und das versteht er nicht, ne? Also der spielt No Man's Sky tatsächlich länger als ich und wenn wir erzählen, jedes Mal bei jeder Expedition weiß er nicht, was er machen muss. Ich meine, der Ablauf ist doch immer der gleiche. Der Ablauf ist doch immer der gleiche. Bauen, ne? Und weiß ich was, ne? Und aber ist auch so einer, der sagt halt, ja, und ist nicht anfängerfreundlich und ach, eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ich hier machen muss und sowas. Na, obwohl das eigentlich wissen sollte. Ja, wie gesagt, ich kann manche Leute einfach hier nicht verstehen mehr in dieser Gesellschaft. Die haben eine ganz, ganz, ganz seltsame, wie soll ich das höflich sagen, da sind aggressive, da gehen wir jetzt nicht hin. Sie haben eine ganz aggressive Einstellung zu vielen Sachen oder stellen sich ein bisschen doof halt, ne? Oder tun ein bisschen doof halt, ne? Das sind Leute, die haben vermutlich mehr Ahnung als ich, behaupte ich jetzt mal.
Und die müssen eigentlich, ich bin jetzt bei meiner vierten Expedition dabei oder sowas und habe noch nicht mal alle durchgemacht, nicht alle abgeschlossen, weil mir nicht alle gefallen haben tatsächlich. Aber dennoch habe ich den Sinn dahinter verstanden halt, ne? Aber immer wieder gibt es halt Leute, die da wirklich, ja, wie soll ich sagen? Wie soll ich mich da höflich ausdrücken? Wie soll ich mich da höflich ausdrücken? Ja, wie soll ich mich wirklich höflich ausdrücken? Ich weiß es jetzt nicht. Aber die ein bisschen doof tun halt, ne? Oder vielleicht sogar doof sind. Ich weiß es nicht. Ich möchte hier keinem was unterstellen. Aber irgendwie ist das tatsächlich sehr seltsam, wie manche Leute wieder auf die Expedition reagieren. Ich fand's sehr cool. Ich habe andere Streamer gesehen, die fanden sie auch cool, ne? Also, wie gesagt. Aber im Moment habe ich wieder das Gefühl, da wird jetzt wieder irgendwie gegen die Expedition geschossen, obwohl da gar nichts zu schießen geben tut. Ne? Und auf einmal machen sie alle sich einen Kopf um die Anfänger. Ne? Ach, das ist ja eine Anfängerfolge. Ja, sonst ist euch das doch auch scheißegal. Ne? Sonst seid ihr doch auch der Meinung, die Leute müssen gleich von 0 auf 100 alles wissen. Ne? Weil euch das sonst nervt. Und jetzt auf einmal habt ihr wieder eine ganz andere Ansicht. Doppelmoral, oder? Wieder die sogenannte Doppelmoral. Ja, wie gesagt, und grundsätzlich so das Gefühl, dass die Leute keine Meinung haben. Sagt der Streamer, ach, das ist die Expedition, ist aber scheiße. Sofort ziehen sie gleich mit und sagen, ja, das ist scheiße. Also die spiele ich hier gar nicht. Die kennen sie noch nicht mal, ne? Die kennen sie noch nicht mal, haben sie noch nicht mal ausprobiert, ne? Ich finde, das war einer mit der leichtesten Expedition und der schönsten Expedition, die ich gespielt habe. Ja, aber irgendwie haben die Leute da, ich weiß nicht, schon wieder noch keinen Spleen im Kopf halt, ne? Und inszenieren da wieder Sachen rein, die da vielleicht gar nicht so inszenieren geben soll oder so inszenieren gibt es halt, ne? Irgendwie pushen sie sich wieder gegenseitig hoch. Wer ist am negativsten? Wer findet das am beschissensten alles wieder? Und ach, hört auf. Hört auf, das wird immer verrückter, sag ich. Das wird immer verrückter. Die Leute, die werden immer. Ja, wie gesagt, das ist. Ja, irgendwas schadet den Leuten schon wieder, ne? Irgendwas haben sie schon wieder da auszusetzen oder was, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob die wirklich keine eigene Meinung mehr haben oder was. Oder ob ihr Führer das sagt, das ist scheiße. Also ist es auch alles scheiße wieder? Ich kann es nicht nachvollziehen, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die Leute auch ihre Prioritäten setzen. Wahrscheinlich gar keine Prioritäten setzen sind. Ja, was natürlich so ein bisschen doof auch ist. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich mit dieser Gesellschaft im Moment tatsächlich so meine lieben Probleme halt. Ne? Also, die sind seltsam, die Leute. Ich sag so, wie es ist. Ich sag's tatsächlich so, wie es ist. Ne, aber vielleicht bin ich auch der Fehler in der Matrix. Ne? Vielleicht bin ich in einer anderen Zeit groß geworden, ne? Und muss jetzt irgendwie was muss mich hier wieder drehen, damit ich wieder auf dieses Niveau von diesen Leuten komme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ja.
Aber das ist schon echt kurios, halt, wie die Leute schon wieder drauf sind. Ja, wollte ich dazu sagen, wie gesagt. Ja, und dann hatte ich Probleme halt mit meiner Aufnahme, ne? Wie gesagt, die hat zwar gestartet, aber irgendwie hat die nicht aufgezeichnet. Weiß jetzt nicht warum. OBS hat gesponnen. Hatte das vor ein paar Tagen schon mal halt. Weiß nicht. Hat mir beim letzten Update irgendwie was das eingefangen hatte. Ist ja noch gar nicht so lange her. Das Update. Weiß. Ja, also. Ja, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich hier die Questen durch habe, ne? Ja, und dann habe ich auch nochmal tatsächlich von einem guten Streamer, der auch bei Twitch ist, den ich eigentlich auch relativ oft gucke. Wo müssen wir hin? Hier. Habe ich auch einen Tipp bekommen, wie man tatsächlich, oder beziehungsweise hat er erzählt, wie man tatsächlich unterirdische Kreaturen findet, die letzten, die man eigentlich immer braucht. Wie man die meistens finden tut. Nicht immer, ne? Aber es gibt halt Möglichkeiten, wie man die doch ein bisschen schneller finden tut halt, ne? Na genau, und ich würde sagen, wir schauen hier mal kurz. Auf diesem Planeten 8 Kreaturen gibt's. Und wie man die unterirdischen findet. Und da haben wir nämlich schon so ein Beispiel. Und zwar seht ihr hier die summenden Beutel. Die sind in der Regel immer in Höhlen drinne oder wie hier an den Höhlen drinne, ne? Aber da in der Nähe, wo die Dinger sind, sind meistens auch Höhlen. Und dadurch findest du meistens auch dann die, ja, die auch vielleicht die Seltenen, ne? Die sich vielleicht in diesen Höhlen dann aufhalten oder sowas halt, ne? Genau. Ja, deswegen würde ich sagen, werden wir hier mal auf dem Planeten ein bisschen nach Tiere scannen, ne? Nicht nur nach Tiere, natürlich hier auch ein bisschen so Mineralien scannen und sowas. Das macht ja auch immer sehr viel Spaß halt, ne? Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht. Macht euch über die Expedition wirklich einen eigenen. Ne? Manche Expeditionen liegen einem vielleicht mehr, manche liegen einem vielleicht weniger. Ne? Aber dass sie dann alle gleich schlecht sind und scheiße sind und nicht geeignet sind und ach, wie sick, sowieso alles scheiße ist, wieder sprengt auf den Zug nicht auf halt. Ne? Macht eure eigene Meinung. Und auf eurer eigenen Meinung basiert dann halt auch. Basiert dann halt auch tatsächlich eure Aussagen halt, ne? Alles andere macht keinen Sinn, ne? Wenn ihr irgendwelche Influencer nachquatschen tut oder sowas halt, ne? Das hat alles tatsächlich meiner Meinung nach gar keinen Sinn halt, ne? Ja, wie gesagt, immer schön nach so einem summenden Beutel Ausschau halten. Ne? Die markieren euch dann tatsächlich Höhlen und in die Höhlen können dann die letzten Tiere, immer die ihr braucht, halt drin sein. Ne?
Wir werden jetzt mal in Richtung Norden, Richtung Süden gehen. Tatsächlich ab und zu mal hier ein bisschen was scannen halt, ne? Ja, und dann mal gucken, ob das klappt halt, ne? Ich habe selber auch einmal erst ausprobiert mit dem summenden Beutel, da hat es funktioniert. Dann schauen wir mal. Ja, ich denke mal, in der Luft werden auch ein oder zwei Stück sein, die bestimmt nur tagaktiv sind, gehe ich mal von aus. Ja. So, gucken wir mal. Ja, Luft, Luft. Unterirdisch, unterirdisch. Sind aktiv. Ja, die Unterirdischen, die sind spannend. Die Unterirdischen sind tagaktiv, immer aktiv. Okay. Also tagaktive haben wir jetzt noch hier. So, Richtung Süden wollte ich ja, genau. Aber muss halt nicht immer sein, ne? Ich habe grundsätzlich habe ich auch in Stream gehört, also von den einen Streamer, der da wirklich Ahnung hat, der gute QLXC oder wie er heißt, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wie er richtig heißen tut, ne? Der hat wirklich hier von No Man's Sky hat er Ahnung. Und da bezieht meine Informationen auch sehr gerne her. Weil das meistens auch hinhaut, was er sagt. Genau. Und ja, er meinte so in der Regel wirklich, wo so eine Beute sind, da sind auch wie immer in der Regel halt auch die Höhlen halt, ne? Wie hier zum Beispiel. Wir können ja mal dahin. Ne? Wie gesagt, die sind nicht an der Oberfläche, ne? Wie ihr hier seht. Die sind nicht an der Oberfläche. Die sind hier unten. Ne? Aber wir werden jetzt da runter. Runtergehen halt und werden uns das mal angucken. Schnell, 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 ruhen, ja, ja, weg hier mit euch. Die können mich ganz schnell mal nerven. Ja, und generell sind die summenden Beute sowieso gar nicht auch mal so schlecht. Weil man die wohl mitnehmen kann und die geben wohl gut Geld halt, ne? Oh, war was. Ah! Ah! Da ist er! Du alter Scheißer! Komm her! Das ist nur einer, ne? Jo, das ist nur einer. Aber es hat geklappt, seht ihr? Es hat tatsächlich geklappt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Na, also wie gesagt, Ausschau nach summendem Beutel halten, ne? Das ist wohl, glaube ich, das Gebot der Stunde halt. Ne, wenn wir Glück haben, dann kriegen wir eventuell noch den anderen Seltenen, dass der vielleicht hier ploppen tut. Aber sieht nicht so aus. Der ist genau jetzt eben geploppt hier. Habt ihr das gesehen?
Also es lohnt sich auch manchmal einfach mal stehen zu bleiben, ne? Mache ich meistens auch nicht, die Geduld habe ich gar nicht. Aber manchmal ist es doch. Oh. Was ist da los? So, das war schon mal der erste hier, den wir. Zum anderen bringen euch die Dinger hier, die euren Stinkerteile, bringen euch auch tatsächlich ein bisschen Sauerstoff und Nitrat und so weiter. Braucht er, gerade am Anfang braucht er das halt, ne? Na? Haben wir hier eventuell einen roten? Ne? Der will nicht. Ah. Aber einmal war die Höhle jetzt schon erfolgreich halt, ne? Ja, jetzt weiß ich aber auch, jetzt habe ich wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt, wo man tatsächlich reingehen kann, ne? Vielleicht hat nicht jede Höhle tatsächlich einen Eingang halt, ne? Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch nicht schlimm, aber guck mal. Klein ist sie gar nicht halt, die. Wie verzweigt die eigentlich? Ist er? Der Ausgang. Uninteressant. Cool. Das ist cool, ey. Richtung 7, da müssen wir jetzt hin. Na, wie gesagt, den da oben, den kriegen wir auch noch, den Vogel, den seltenen. Der muss halt bloß, beziehungsweise zwei waren das halt auch nicht, ne? Wir müssen bloß eben, muss bloß im Tag werden halt, ne? Dann kriegen wir den auch. Das ist nicht so das Problem. Manchmal ploppen die auch erst, wenn du drinnen bist halt, ne? Das kann auch passieren. Und tatsächlich auch.
Ne, wie gesagt, heißt aber nicht immer, dass es versprechend ist halt, ne? Aber in der Regel, wie gesagt, kann man sie hier drinnen finden halt, ne? Einfach nochmal immer ein bisschen umdrehen halt, ne? Man weiß ja nie, die eventuell hier ploppen. Das sind echt große Höhlen, muss man sagen. Das sind tatsächlich große Höhlen, ne? Ja, ich habe auch den Orientierungssinn hier nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich hier hinlaufe. Aber irgendwo wird schon was sein halt, ne? Guck mal, siehst du? Hier sind wieder welche drin geploppt. Ne, und wenn die hier drin ploppen, dann ploppen auch bestimmt die seltenen irgendwie. So, gut sagen. Wir werden mal weitergehen. Wir müssen sowieso hier noch welche scannen jetzt. Und so? Da gehen wir gleich hin, ne? Ich möchte aber jetzt gerne noch mal schnell hier den seltenen Vogel hier, ne, glaube ich. Das war ja, ne? Ja, genau. Einmal Luft, parkaktiv, einmal. Den in der Luft, den kriegen wir. Bin ich mir sicher. Das sind so eher die
vielleicht drin. Ah, guck mal. Zack. Ja, wie gesagt, und so kannst du natürlich auch Geld machen hier, ne? Also das ist wirklich Modulerei, ne? Wenn du Glück hast, dann hast du auf allen drei Dingels Prozente drauf, ne? Selbst wenn du das nicht auf allen dreien hast, ne? Nimmst du das was du kriegen kannst, erstmal rein, weil wichtig ist erstmal, dass man Geld erstmal reinbekommt hier, ne? Das ist immer so das Wie gesagt, und macht wirklich in No Man's Sky, sagt er, ne? Also rusht hier nicht durch, ne? Das hat keinen Nährwert halt, ne? Wenn ihr hier durchrushen tut und euch überschlagen tut und wie sich was. Ehrgeizig könnte sein, ja, das ist richtig, das bin ich auch. Ein gewisser Ehrgeiz ist immer mit dabei. Das sollte man auch sein, ne? Aber man sollte es auch nicht übertreiben halt, ne? Sagen wir es mal so. Scheint aber eine größere Höhle zu sein. Da ist auch wieder eine. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich so aufgeht, wie ich das gehört habe. Halt, ne? Heißt nicht immer, dass du Glück haben musst, ne? Aber ist eben wenigstens ein guter Anhalt. Halt, ne? Ich werd verrückt. Wir haben ihn. Strike. Ja, seht ihr, aber es klappt. Es klappt halt, ne? Also, geht so ein bisschen auf halt. Mal auf den Planeten gehen jetzt ist jetzt meine ist ja auch nicht mal so schlecht halt, ne? Das scheint wirklich zu klappen halt. Ja, geil, ey. Ja, wir müssen bloß hier mal jetzt aus den Kübel hier rauskommen, ne? Ja, guck mal, da ist er schon. Aber es hat geklappt.
hat tatsächlich geklappt. Was man hier noch, ich glaube, was man hier noch machen kann, das ist tatsächlich, man könnte, glaube ich, noch die ganzen Steinchen hier scannen und sowas halt, ne? Aber das bis aufs Letzte zu scannen, ja, das ist wahnsinnig Arbeit halt, ne? Und wie gesagt, du weißt ja hier auch nicht, nicht genau, wo musst du scannen oder was fehlt hier noch? Na, das steht ja hier nicht mit bei, ne? Steht ja tatsächlich hier nicht mit bei, bei Mineralien genauso. Genau. Deswegen ist es immer wichtig, dass man die Belohnung überhaupt erstmal für die ganze Fauna bekommt halt, ne? Das ist immer sehr wichtig. Ne? Also auf jeden Fall dieser Tipp, der hat mir jetzt schon geholfen. Ne? Und zwar, ich habe einmal ausprobiert, ne? Da hat es schon geklappt, jetzt hat es auch wieder geklappt. Ne? Natürlich, das Suchen gehört mit dazu, aber du weißt jetzt, du hast jetzt einen Anhaltspunkt, wo du suchen kannst halt. Ne? Also verdammt, wie gesagt, der QLX, der hat verdammt viel Ahnung hatte. Ne? Das ist echt. Also wenn du da irgendwas wissen willst, ne, der ist halt der Richtige halt, ne? Der ist halt der Richtige. Wieder. Ja, wie gesagt, wir scannen nachher gleich. Aber erstmal machen wir. Erstmal gehen wir hier hinten rein, weil da müssen wir irgendwas. Thank you.
okay. Okay, das will ich aber jetzt noch nicht bauen. War wahrscheinlich die Voraussetzung, dass wir es bauen müssen, ne? Ist egal. Zeig mal. Ach, hier haben wir auch alle. Hier brauchen wir auch nichts weitermachen. Ja, cool. Siehst du? Na, wir gucken noch mal kurz. Ja, ja, Nautilus bauen. Machen wir später. Das ist ja erstmal sehr unwichtig. Industrielle, das würde ich gerne machen. Finde ein Wunder. Was ist den Atlas? Ja, ja, dat, da können wir jetzt Naniten generieren. Scheint ja relativ einfach auch. Diese aktiviert. Ich weiß jetzt nicht, ob die uns weiterbringen. Hier hätten wir ein schwarzes Loch. Hinten, das wird gekennzeichnet. Das wäre eins. Wir können ja einfach mal da hin. Ja, machen wir die, Tests weiter. Begann die war die weiter, ne? Schauen wir mal.
So, ja, wir gehen mal zu Podo oder irgendwie müssen wir jetzt hier, glaube ich, lassen. Gucken uns das Ganze mal wieder an. Schwarzes Loch. Sekundärmission. Ja, machen wir die mal. Naniten bekommen wir für den Meilenstein. Guck dir das an, 1700. Seht ihr das also? Oh, Wahnsinn, oder? Okay. So. Ich glaube, die sind hier unwichtig hinten. Die haben nichts Wichtiges. Wir können aber hier nochmal. Ich wollte nochmal tatsächlich mein Ding jetzt hier austauschen. Unser Körper, dann ist es. Moment, Moment, wir müssen was machen. Wir müssen was machen. Lalalala. Hier können wir nämlich. Den können wir, den können wir. Den würde ich auch gerne, aber können wir jetzt noch nicht? Weil wir sonst noch nichts frei haben halt. So. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier ran, ne? Wollen wir uns mal so ein Insektenvieh bisschen machen, schauen wir mal, was wir uns da machen können. Das ist doch schick. Ist das vielleicht eine neue Anspielung auf eine neue Rasse oder so, ne? Müssen wir mal gucken. Ich würde den tatsächlich nehmen. Welche Farbe nehmen wir jetzt? Gelbblau. Ja, nehmen wir mal Gelbblau.
Ne. Brustreifen. Oh, aus wie eine Biene, oder? Help me. Bienenhandschuhe. Jawohl, genau, so lassen wir es. Eine? Machen wir mal Stoffhose. Tiefe. Innenstieg, ja. Zack, ja, jetzt kommt das Beste, ne? Im Flug. Deckel. Oh, jetzt können wir hier, glaube ich, ein bisschen. Ah, so gefällt's. So gefällt's mir. Können wir noch einen Umhang? Ja, da haben wir ja auch welche bekommen, glaube ich. Nein. Mal so. Und wir machen den hier. Ah, guck doch mal, sieht doch geil aus, oder? Also mir gefällt's. Das ist ja das Wichtigste. Das ist ja. Ja, anwenden, jawohl. Noch mal. Oh. Bombastisch. Kann auch
wieder so, nee, das will ich gar nicht. Und wir müssen jetzt erstmal wieder. Wir nehmen jetzt die Belohnung von ihm. Und ich glaube, Geld bekommen wir auch. Jawohl. Oder Geld? Nee, Geld glaube ich. Aber ey, ich will hier raus. Wo ist denn hier der Ausgang? So, wir werden mal wieder einen Planeten runter ein bisschen scannen, wa? Hört sich doch erstmal fantastisch an. Wenn ich jetzt so sehe, sind hier bestimmt auch Fischviecher wieder mit bei. Ja, nochmal ein kleiner Programmhinweis, beziehungsweise auch ein Programmhinweis. Nachher, 19 Uhr, wird, glaube ich, 7 Days. Nice. 1.0. Ja, lasst auch meinetwegen mit dem Patch, mit dem ersten Patch auch. 1.1 sein. Ja.
das heimische Ding. Ist egal. So, dann gucken wir mal bei den Entdeckungen 2. Dann geh doch mal weg hier. Identifizier doch den mal. Wie machst du das? Ja, mal gucken. Eine Runde Seven Days wäre auch gar nicht mal. Ja, ob wir hier so eine Beutel mit haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Also wie sich das auf so einer Insel verhält, das mag ich mir nicht so. Auszusprechen. Mit den summenden Beuteln kann hier nämlich wieder ganz, ganz, ganz anders sein. Aber es kann sein, dass ein paar Tiere noch
wenn es hell ist, auftauchen, ne? Wir haben hier tatsächlich alle Fische gescannt. Jawohl. Dürfen alle Fische sein. Wir schauen noch mal. Irgendwie zeigt er das hier auch nicht mehr richtig an, ne? Das dürften tatsächlich alle Fische gewesen sein. In der Luft denke ich, das kriegen wir hin. So, drei Stück noch. Bohnen mal aktiv.
Unterirdisch, selten unterirdisch. Ja. So, und der jetzt auf dem Boden. Jetzt geht's nämlich los. Hier weiß ich jetzt nicht, wie wir den finden. Ne, auf dem Boden, unterirdisch. Das heißt, wir können hoffen, dass hier so eine Beute irgendwie dem tut auf die Insel, dass wir uns danach richten können. Weil, wie ich ja vorhin schon erklärte, wollten wir so eine Beute haben. Es ist, wie gesagt, es ist ziemlich sicher, dass da eine Höhle ist halt, ne? Der wird ein bisschen schwierig.
Ich glaube, so eine Beutel bekommst du hier zum Beispiel nicht auf dem Plan. Das wird nichts hier. Ja, wäre schön, wenn wir so einen summenden Beutel, aber die findest du hier wohl nicht so. Also die Drohnen, die sind hier wirklich sehr penetrant, muss ich sagen. Hier liegt es aber auch mit der Drohne daran, dass wir die draußen haben. Der lockt die sogar die Drohne an, ich weiß es nicht.
Hier. Hier ist er. Und aggressiv ist er. So, ja, wir haben den. Hey. Komm mal, hast du eine Meise? Und so. Geht das aber nicht. Der ist auch wieder mehr oder weniger Wasser. Ist ja gleich um 19 Uhr, ne? Geht ja. Geht ja 7 Days los, ne? Lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich werde das mal für mich ein bisschen probieren, ne? Mal gucken, was da Neues ist. Ne? Und eventuell werde ich mir irgendwas machen. Weiß es aber noch nicht, ja. Und ich Bock drauf habe. Das sind die ersten.
So, genau, Freunde. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier Feierabend. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und ja, wir hören uns dann die Tage wieder, ne? In dem Sinne, haut rein, bye bye, winke, winke.